Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Anna's Quest. Wir haben in der letzten Folge bei Winfriede diese Glasscherbe im Tisch gefunden. Ich versuche das gerade noch ein bisschen zusammenzutragen und wir haben hier einen Haufen Scherben gefunden und wollen mit diesem tollen Zauberspruch Janike hier rausbefreien und irgendwie dann auch diese Blumen abtrennen, denn ich glaube, wir brauchen die als Blumenmädchen. Aber ich bin mir noch nicht ganz sicher. Aber weil ich mir dachte, vielleicht sehen vier Augen ja mehr als zwei und vielleicht zwei Gehirne mehr als nur ein halbes, habe ich mir Unterstützung dazu geholt. Willst du was sagen? Willst du dich vorstellen? Hallo. Ich bin's wieder. Wieder vor allen Dingen. Der seltsame Typ aus Santa's Rampage. Genau. Ja. Dann wollen wir mal hoffen, dass meine Gehirnkapazitäten und meine alten Augen dafür ausreichen, hier ein bisschen was zu machen. Mhm. Das kriegen wir schon hin. Wir müssen dazu sagen, dass du leider aktuell keinen richtigen Sound hörst und deshalb mitlesen musst, aber... Ja, ich singe ein bisschen im Gedanken mit. Okay, das klingt gut. Das machen wir so. Ich habe ja die Vermutung, dass wir dieses Ding jetzt hier einfach... Upsala. Hier drauf direkt anwenden müssen. Ich weiß aber gar nicht, ob wir uns die Scherben schon angeguckt haben. Vielleicht machen wir das lieber zuerst. Ich mach's mal. Mhm. Well, they certainly could have something to do with this spell on Janneke, but what would I do with them? Ich weiß nicht, anfingern? Rinkrink mentioned these appearing when Janneke was trapped. If that's the case, they surely have something to do with the spell. But what is it? Vielleicht muss ich den Zauberspruch auch nicht auf sie anwenden, sondern auf das hier. Ich probiere es erstmal mit dem und dann mit ihr selber hier. Ah, yes. I hope this is what the message is for. Let's see. Ahem. Little shards, in you I confide. You also hear the other side. Oh, es passiert was. Huh? Aha, oh gosh. No. Oh my gosh. That is adorable. What do I do now? Aschemännchen. Are there any notes on... Little glass people? Also sei froh, dass du gerade nicht den Sound hast. Das ist ein ganz ekliges Klirren, was die machen. Also zumindest für meine Ohren ist es gerade sehr eklig. Der sieht aber sehr unzufrieden aus hier, dieser Burrito-Dings. Ja. Warum auch immer. Aber er tanzt rum, er hat Spaß. Ihr wollt da zu euren Freunden? These are fine as they are. Na gut, okay. Kann ich die jetzt nochmal ansprechen oder sowas? Ah. Slippery little thing. Das ist eine gute Idee, einfach mit den Händen in die Scherben zu greifen. Genau, das wollte ich gerade auch sagen. Wahrscheinlich nicht. Also sie hat ja gesagt, glitschiges kleines Ding, also slippery, ne? Maybe I should try something else. Ja, ich dachte, ich kann sie mit dem Stoff anfassen oder so. Rinkrink mentioned these appearing when Janneke was trapped. If that's the case, they surely have something to do with this. Ja, okay, ich habe gehofft, dass ich jetzt irgendwas anderes, wenn sie tanzen, machen kann. Den Spruch haben wir jetzt nicht mehr. Ich weiß nicht, ob ich sie schon angefasst habe, deswegen würde ich das jetzt auch nochmal schnell machen. Okay. Hello. Queen Janneke? That's a solid chunk of glass. It hurts my knuckles just to tap on it. It didn't seem to do anything. There she is. After all this time, we found her. We found the missing queen. Now all that's left to do is free her from Winfrieda's spell. Jetzt ist die Frage, hier fehlt ja eine Scherbe. Also ich glaube zumindest, dass das die ist aus Winfriedas Schrank. Ja. Ob wir die jetzt erst holen müssen, weil beim letzten Mal konnte ich die nicht anfassen. Aber vielleicht geht's jetzt, weil ich die aktiviert habe hier? Ja, ich würde es ausprobieren. Auf jeden Fall. Also ich kann ja nochmal ihn hier fragen, ob er jetzt irgendwas Neues dazu zu sagen hat. Aber ansonsten reisen wir zurück, hätte ich gedacht, oder? Oder ich kann die mit meinem Gehirn versuchen zu erschlagen. This would be tricky, but... Not sure I have much choice. Tut sie es wirklich? If I remember the blackboard puzzle, then... Ja. Oh, okay. Phew. That was my best effort yet. Aha, I really think I'm starting to understand this now. Das ist aber traurig. Jetzt sehen die nicht mehr so lustig aus. Ja, vor allen Dingen fehlt hier auch noch ein Stück. Ah. Rinkrink mentioned these appearing when Janneke was trapped.
Bla bla bla. Den Text haben wir schon gehört. Ich habe bloß gedacht, jetzt, da es aussieht wie ein Spiegel, sagt es uns mehr. Jo, wenn das Stück fehlt, dann reisen wir erst recht zurück, würde ich sagen. Kannst du es mitnehmen? I'll be right back, Rink Rank. Hopefully with a way to help her. Huh? Yes, whatever. Whatever. Ich habe erst versucht, die mit der Hand, also nachdem ich sie angeguckt habe, zu nehmen. Und da hat sie halt wieder den gleichen Text gesagt wie die ganze Zeit. Also muss ich wahrscheinlich dann danach wieder hierher zurück. But I'll be right back, okay? I just need to see if there's anything to help me free Yannicka. So sit tight. Try not to, draw attention to yourself. Ein riesiger Drache im Ein riesiger Drache im Vorgarten halt auch keine Aufmerksamkeit auf sich zieht. Genau, einfach nicht bewegen. Das fällt gar nicht auf. So, dann müssen wir hier hoch. Weil die Scherbe ist nicht. Oh Gott. Ben, we were right. I made it to the mountain and she was there all right. She was? Is she okay? Yeah. She seems to be fine, but Winfrieda has sealed her in glass. I can't break it. Now it's just a matter of finding out what we can about the spell. Okay, alles über den Zauber rausfinden. Ich würde erstmal hier in die Schublade gucken. Nothing in this one. Ah! Dort oben an der Tafel ist ja auch dieses Gefängnis aufgezeichnet. Pfeil zu den Bären und so. Und da ist auch an der Seite dieser Kreis von den Glasscherben. Stillhalten, also bring ich es mal wieder zum Stillhalten. Okay. Ich habe jetzt gedacht, wir sehen noch irgendwelche Hinweise, was wir eventuell noch machen müssen, aber das sind alles alte Sachen. Das ist ja aus den ersten Folgen der Apparat und das Ding. Ja, ich glaube, wir müssen dann einfach wieder zurückreisen. Ja, wenn du sonst nichts anklicken kannst. Ja, da war ich schon komplett drin in dem... Verfolgst du etwa meine Let's Plays nicht? Doch. Alright, ready to go again? Aber es hätte ja sein können, dass noch was Neues dazugekommen ist. Sah jetzt nicht so aus in dem Raum. Aber ich habe hier schon mehreres quasi erlebt. So, dann ergänzen wir das mal. Und gucken, was dann passiert. It worked! She's back! My queen! My grace! Welcome back! Where am I? You're in Glass Mountain, remember? You were trapped. Oh, yes. Yes, of course. Glass Mountain. You... who... you saved me. But how? Me? I'm Anna, Your Highness. I found Winfrieda's secret room, and, well, before that I was trying to stop the wedding, and, I guess it's kind of a long story. Winfrieda? Winnie? The wedding? Oh no, the wedding! You don't mean Winnie... is marrying the king, today! That's why I came here, you see. Then it really is too late. She's done it after all these years. She has proven Mother wrong. Just like she said she would. She has finally succeeded in fighting the Wanderer's telling of word. Huh? Wait. No, it's not too late. I've saved you, so we can go and stop the wedding. Come on, let's go do this. Quick, quick. Your Highness? Anna, for saving me, you have my greatest thanks. You have done so well. For that, the least I can do is help you understand why. Why now? There is naught we can do. Stay with Rinkrank, yes! What do you mean? No, hold on, Yannicka. Okay, da haben wir wieder einiges durchzugehen. Du kannst sie aufhalten, du kannst die Hochzeit aufhalten, wenn Frieda kämpft gegen das... Weird an? Was? Weird. Ich weiß nicht, was ist denn? Begriff habe ich jetzt... Weird, würde ich sagen. Aber das kam bis jetzt noch gar nicht vor. Oder hat sie gerade irgendwann zwischendurch wird gesagt? Und ich habe es überhört? Was tust du hier?
Ja, wir gehen es einfach mal von oben nach unten wie immer durch und lassen sie erzählen, oder? Okay. You can stop her. You can stop the wedding, don't you see? If the queen comes back, Winfrieda can't marry the king. Indeed, this would be the outcome. But Anna, this wedding means everything to her. It is the culmination of her efforts, and to disrupt that, with all those people there, it would be disastrous. But we can't just let her become queen, so we have to find a way to end this peacefully, somehow. I tried. Many years ago, I tried. But she rejected me. For her, peace is not an option. She has a hate that can't be reasoned with. She has always fought her way through life. This would be no exception. Who is Winfrieda fighting? Word? Oh no, not who, but what. How do I say? It is a kind of fate, I suppose. But it's more complicated than that. Word is the pattern that shapes our destinies. Influenced in many ways by everything we do, everything our ancestors did. Causality and consequence. It is what will happen, is happening, and what has already happened. Oh. Okay. But what about this does Winfrieda not like? Winnie, we were but children when she did something unforgivable. It forever shaped what word would mean for Winfrieda. What would become her destiny? Suffice it to say, it was not to Winfrieda's liking, and she swore to fight against it. Ich habe ja ein bisschen Hunger, ne? Und da habe ich gerade an unser Mittagessen morgen gedacht. Und weißt du, was wir machen können? Wir können ja einfach, wir haben nämlich vor, ich rede ja immer so gerne über das Essen in meinen Let's Plays, ne? Und da habe ich tatsächlich auch mal von der, wie hieß sie? Wiebschke, ne? Hat auch mal zwischendurch gesagt, dass sie das, oder Angelika, Wiebschke oder Angelika waren es, dass sie das ganz interessant finden, wenn ich dann zwischendurch von meinen Kochsachen erzähle. Und oh. wir machen ja morgen Nudeln, ne? Mit Räuchertofu und so. Und eigentlich wollten wir als Soße, oder wir wollen ja als Soße, Kohlrabi-Gemüse und Karottengemüse quasi so und mit einer Cremesoße, ne? Boah, weißt du, wir können ja da einfach Hefeflocken reinmachen und dann haben wir morgen eine Käse-Kohlrabi-Möhren-Cremesoße zu unseren Nudeln dazu. Oh Gott, das klingt, als würde ich den ganzen Nachmittag mit einem Food-Baby auf dem Sofa liegen. Während sie geredet hat, habe ich die ganze Zeit gedacht, oh, ich habe so einen Hunger. Ich habe nur das Essen. No. Aber wir können weitermachen. Ich wollte es dir bloß sagen, bevor ich vergesse, dass wir sowas morgen machen werden. Okay. Wie wird's denn jetzt ausgesprochen, das Wort? Sie hat, Word hat sie immer so ein bisschen gesagt, Word. Oder? Okay. Oder? Also ich habe so Word-mäßig irgendwie... Aber das habe ich das allererste Mal in diesem ganzen Spiel gehört. Also vielleicht habe ich es auch einfach überhört. Ich bin ja manchmal sehr unaufmerksam. Aber naja, wir werden es ja jetzt wahrscheinlich öfters noch hören. Ich gehe mal weiter die nächsten Optionen durch. Okay. Ich bin verwundert, dass hier steht unsere Eltern. Denn wir haben ja auf dem Bild in unserem Inventar gesehen, dass Winnie und sie als Kinder auf dem Bild beide drauf sind. Warum ist sie also so verwirrt? Also, naja, wir werden es ja gleich sehen. Ich gehe mal durch den ganzen Kram. What did Winfrieda do? Perhaps it's best not to bring up the past. All that needs to be understood is her greed for power. It has always been her motivation, even back then. Wait. Our parents? You and Winfrieda are sisters? Indeed. Raised by our parents at the Volkt School of Witchcraft. Then your family... You have to be able to reason with her. That is exactly why I cannot. She envies me, perhaps even hates me. After her path and word was decreed, she ran away from home. We are strangers to one another, or those unfortunate childhood memories. No, that's not right. However near or far we may be, in our hearts we carry our family. I'm sorry? There's something more to this. The portrait I took from her. Look. This... Where did you get this? This is... Was my family. This was Mother's. I remember now. It went missing. Right after Winfrieda ran away from home. Janneke, she still had it with her.
If she kept it all these years, then your family means something to her still. I suspect she has different reasons for that, Anna. She's determined to prove Word wrong in every way. And part of that is retaining how she used to look before Word changed her. But she kept the whole portrait, in a safe even, and the spell. She wrote the spell on it. It said, "You also hear the other part." She means her part, right? Anna, listen to me. You cannot hope to understand her. Any sense of reasoning is buried far beneath a blind, hate-filled need for revenge. Revenge for something she feels was undeserved. But the sad truth is, it was all her own doing. She just can't accept it. What are you doing here? Why did you leave the castle? I am not proud of it. I acted in haste, but now I must stand by my actions. During the night, when Frida had snuck into the castle unawares and confronted me, she was in a rage. She talked to me of how her time had come, and she threatened me with Bernhard's life. Oh no, Ben. I can't say why, but a spell taught in my childhood suddenly came to mind. An animal familiar spirit spell, to guide and protect. It made sense, but to cast such a spell is to put your own mind in a constant state of rest. So you needed to put yourself in a place where you could do that? Precisely. I cast a spell on myself to transport to the furthest reach from Winfrieda, and from here, I called upon the animal familiar spirit to protect Bernhard. It took him body and mind, and has protected him to this day. That's why you don't want to leave, isn't it? If you do, the spell won't work. Ben, he won't be safe from Winfrieda. With each passing moment, I am not resting. The connection to the animal familiar spirit wanes. All those people left behind, though. Not everyone can be protected from her. I know. But I can do nothing for them. It is not within my power. What is protecting Bernhard. So that is what I must continue to do. Anna, I'm afraid I have spent too much time in unrest. You must excuse me. No, wait. The Wizard of Wunderhorn. He told me something. He said that you are the only one strong enough to reverse her magic. Me? But I do not practice in magic anymore. My path in Word was to become queen. I could not rule people in fear of me. Winnie, she has only grown in power over the years. She is stronger than I ever was. But the wizard also, if you don't stop her, then what then? I am sorry, Anna. Deeply sorry. I am without answer to Winfrieda's threat, and so I have to think of Bernhard. I have to protect him. Please, leave me be so I may rest now. Oh, wow. Wir müssen ja trotzdem noch als Blumenmädchen dort rein, weil sonst hätten wir die Klamotten und das Ganze ja nicht geholt. Kann ich denn jetzt die Blumen? Bla bla bla, hier oben wächst, das hatte ich schon mal angehört. Oh, these flowers would be perfect for a flower girl. Ah, jetzt fragt sie sie, okay. These flowers, is that part of your protection spell or anything? Oh no. Those were part of a disenchantment spell I was working on from inside the prism. I was attempting to reconstruct the enchanted rose to see if I could break the spell. Oh, I'm so sorry, Yannicka. Winfrieda tricked me into taking it. Never mind. What's done is done. You are my savior in the end, regardless. Please, do what you will with the flowers. They are yours. Okay, was ich jetzt aber nicht ganz geschnallt habe, vielleicht hast du das mal gekriegt, hat sie sich jetzt alleine in das Glasprisma gestellt oder war das Winnie? Sie sich alleine, so habe ich das verstanden. Aber warum hat Winnie dann die Pläne oder hat Winnie einfach nur versucht, sie da wieder rauszuholen? Und deswegen hatte sie die Pläne mit dem Prisma und den ganzen Scherben, die hier rumlagen und so. Das stimmt. Vielleicht hat sie versucht, sie da rauszuholen. Damit sie an Ben rankommt oder so?
Aber sie hat ja nichts davon, Ben zu haben, theoretisch. Und wen heiratet sie? Das habe ich auch nicht geschnallt. Ihren Mann? Also wer ist denn gerade der König? Das habe ich auch noch nicht irgendwie rausgekriegt. Can I ask you one last favor? Oha. The Queen, Yannicka, she's doing something really important. So make sure you take good care of her, okay? I can't say for certain what might happen back at the castle, but when it's over, the people, her son, they'll need her. You understand that, right? Fine. Yes, yes. Rinkrank understands. Yes. Good, good. All right. Thanks, Rinkrank. I guess I better get going now. Then if all goes well, Ben will be safe, and she won't need to stay there anymore. So you head back and wait for her. You got it? You got it, I know. Thanks as always, Red Dragon. Right. Back to the flower girl thing then. I have the flowers now at least. But what else was there? Well, now I have everything actually. Hey, I can get into the wedding now. All right, okay. This is it. Time to go get Ben and prepare ourselves. All right, there. I'm all changed now, Ben. Oh, wow. Look at you. You look beautiful, Anna. Thank you, Ben. Hopefully the butler feels the same. So, we head to the hall. I pretend you're pulling me along. And I tell him you're a wedding present. Yeah, got it. Well, with my clothes, at least I'll kind of look like me. More so than a naked teddy bear. This is it, huh? You'll be okay, Ben. Just stay close to me, all right? This isn't going to be easy, but it has to work. It just has to. Those bells, what does that mean? Oh, I remember them. They always did that when... when was it? Oh, yes! They rang them whenever a royal procession had started. You mean, like, a wedding? Yeah, exactly. Oh. And they've already started. There's no time to waste. Quickly, to the throne room. Dearly beloved, we gathered here today to join this man and this woman in holy matrimony. Not to be entered into lightly. Holy matrimony. Yes, yes, get on with it. Yes, well, if any person here can show why these two people should not be joined in holy matrimony... I do! Winfrieda is tricking you, all of you. And here is Prince Bernard to prove it. This is absurd. The crazed girl intends to pass all the stealth bear as our beloved prince. Please, just wait. Guards, seize this criminal at once. No. Guards, stand down. I am your true queen, and you will do no such thing. Listen and listen well. This woman has indeed deceived you all. Because of her, I was forced to flee for my safety. But it is time to put an end to this. No. She is a liar, a trickster, a witch of evil, selfish intention. And above all, from as far back as her childhood. No. No. A murderer. No. Everybody, you must leave now. Please, hurry. Anna. Help!
Winfrieda. Winfrieda! Ah! Oh! Geez, you scared me. Are you even listening? Yes, Mother. Winfrieda, you know as long as we are within these walls, you do not refer to me that way. You refer to me as your teacher, Mrs. Vogt. Yes, Mrs. Vogt. Listen to me. The Wanderer will come to pass the decisions of the Norns any day now. Your witchcraft studies are still far from where they need to be, and yet you continue to disobey me. All day you disrupt and fall behind the others. Are you not concerned about your future? But that's my point. It doesn't concern me. You never listen to me. I have. Over and over, I listen. There are more pressing matters at hand right now. But the scientific evidence me and Hans have found shows that... Enough. I am in no mood to listen to your science prattle, Winfrieda. You need to take this more seriously. This is the rest of your life we're talking about. Well, I don't want to spend the rest of my life being what you want me to be. You know very well that word is more than just your choice of career, Winfrieda. If you continue to ignore even the basics of the school oath, then you aren't going anywhere. That's unfair! All the other kids got to go play. All the other children didn't talk back or argue with me during class. Since you seem to have forgotten why you're at this school, we'll stay until you show me you remember. If you don't remember, then consult your notes, Winfrieda. That's what they are there for. This is so unfair. Stupid school and it's stupid weird. Fine. I'll just get this over and done with so I can leave already. Okay, das war eine ziemlich lange Sequenz und wir haben die Folge auch quasi schon überzogen. Deshalb, hier kann man leider in den Sequenzen nicht einfach eine Pause ziehen, ansonsten hätte ich das schon eher gemacht. Man bricht die Sequenz dann ab, deswegen habe ich es durchlaufen lassen. Okay. Deswegen würde ich sagen, wir beenden die Folge hier an der Stelle, weil wir fast schon bei 30 Minuten angekommen sind. Und gucken wow. uns... Ja, und gucken uns dann erst in der nächsten Folge an, was hier so alles im Raum rumsteht. Okay. Okay, dann bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.